Nun gut, ich würde sagen, wir beginnen mit der letzten Session, wenn ich nicht irre, für heute. Wir wollen das heute zum Abschluss mal ganz praktisch werden lassen, wo jetzt die IT von heute dem Niedergelassenen von heute schon helfen kann, weg von, möglichst weit weg von den Pilotprojekten, von den Dingen, die angedeutet werden, hin zu den Dingen, die eventuell auch Pilotprojekte sind, aber zumindest schon in der Nutzung sind, zu den Aspekten, die wir berücksichtigen müssen bei der Nutzung. Und leider hat unser Podium die Krankheitswelle erwischt. Dennoch, auf einen Herrn warten wir noch, der ist zum Glück am Ende. Der wird auch noch eintrudeln, denke ich. Und ansonsten haben wir jeweils guten Ersatz gefunden. Für den ersten bin ich nämlich der Ersatz, deswegen weiß ich, es ist ein guter Ersatz. Der erste Herr ist ein Herr Dr. Bohn. Es ist der ärztliche Leiter der Feuerwehr in Münster, für den, die auch den Notarzt stellen, und zwar in mehr als einer Wache. Und dort hilft die IT ganz konkret den Niedergelassenen, weil vorher war das ein kontingentiertes System, eine Absprache, welche Klinik den Notarzt stellt in dieser Stadt. Inzwischen ist das zu kompliziert geworden und auch mit der Klinikabsprache musste etwas grundlegend geändert werden. Daher, und da Herr Bohn sozusagen ein Kollege ist aus derselben Stadt, springe ich für ihn ein und werde Ihnen ganz kurz die IT vorstellen. Genau, danke. Und das System vorstellen. Die Feuerwehr in Münster ist sehr modern ausgestattet. Hier sehen Sie die Internetseite des Rettungsdienstes der Feuerwehr. Und es gibt einige Dienste und Services, zum Beispiel für Studierende, dass sie lernen, dass sie mitfahren mit dem Notarzt-Einsatzfahrzeug, die auch relativ recht innovativ sind. Wo die aber besonders innovativ geworden sind, ist bei der Vermittlung des Notarztes, des Diensthabenden, unter sowohl Klinikärzten als auch Niedergelassenen. Das heißt, sie haben diesen Dienst freigegeben, sie haben ihn von bestimmten Zertifizierungen abhängig gemacht, von bestimmten Prüfungen, die bestanden werden müssen, von bestimmten Fortbildungsleistungen, die erbracht werden müssen. Und so können sich dann Ärzte für einen solchen Dienst bewerben. Das ging ohne IT gar nicht und ich sage Ihnen gleich warum. Am Anfang sah es alles relativ simpel aus, recht einfach. Das ist ein Schaubild, das man am Anfang des Projektes mal gemalt hat. Daraufhin sollten ITler oder Programmierer dann etwas umsetzen. Ganz so simpel war es dann doch nicht. Nachdem man sich dort als Arzt anmelden kann auf dieser Oberfläche, ist das die Bewerbung für den Schichtdienst, die man hier sieht. Und hier kann man sehen, warum die IT dafür schon nötig geworden ist. Hier sieht man drei Arten von Diensten, dargestellt einmal durch die Sonne, das wäre der Tagdienst, durch den Mond, das wäre der Nachtdienst, und durch das Handy, das ist der Bereitschaftsdienst oder der Hintergrunddienst. Und Sie sehen auch, dass die verschieden gefärbt sind. Das hat damit zu tun, dass es zwei Feuerwachen gibt und nicht nur die eine. Das heißt, es müssen beide immer jeweils zwei Dienste besetzt werden, bis auf das mit dem Handy. Da gibt es nur einen Hintergrunddienst für beide Wachen. Auf jeder gibt es einen ersten und einen zweiten Notarzt. Dann gibt es noch einen leitenden, aber da kommen wir erst später zu. Und so sieht man, wenn man sich anmeldet als Arzt und sagt, ich möchte gerne im Dezember mitfahren und meine Ausgangsvoraussetzungen sind bereits erklärt, dann kann ich jetzt anwählen und kann anklicken. Dann sieht man, dass die Zahl fett geworden ist und dass da so ein Rahmen drumherum ist. Das bedeutet, für diesen Dienst habe ich mich beworben. Denn das ist der Plan für den Dezember, der ist noch nicht verabschiedet. Das heißt, da kann man sich noch bewerben, kann man noch was klicken. Und es gibt sowas wie Freischüsse. Das bedeutet, wenn diejenigen, die sich bewerben, unbedingt an diesem Termin teilnehmen wollen, dann ist dort ein solcher grüner Haken. Das heißt, ich jetzt habe unbedingt am Dienstag den ersten und möchte am Mittwoch den zweiten, einmal den Tag und einmal einen Nachtdienst machen. Ich sehe aber auch die blauen Punkte. Das heißt, das haben auch andere unbedingt machen wollen. Und wenn jetzt jemand den zweiten wählen würde für den Nachtdienst, der würde dort keinen dieser sogenannten Freischüsse mehr machen können. Man sieht auch die unterschiedlichen Farben, dann erkenne ich sofort, ob ich noch Chancen habe. Grün heißt, melden sich jetzt an, es klappt noch. Gelb heißt, wahrscheinlich nicht mehr, wir werden sie benachrichtigen. Und rot heißt, können gerne klicken, aber das ist relativ aussichtslos. Die Zahl ist die Anzahl der Bewerbungen von Leuten für diesen Tag. Und man sieht, das ist halt ein Screenshot, der anscheinend noch gar nicht so alt ist. Und obwohl es der Dezember ist, ist der schon ganz voll und recht gut durchplant. Das war die größte Angst, wenn ich das richtig mitbekommen habe, der Feuerwehr, dass sie die Dienste nicht mehr besetzen können, weil der Rahmenvertrag weggefallen ist. Aber siehe da, es geht eigentlich sehr gut. Das ist einmal unten rausgenommen, damit man die Namen nicht mehr erkennt, einfach mit weiß drüber. Und oben, so denke ich, ist es gemeint, einfach verfremdet die Namen. Aber so sieht man seinen Dienstplan, sowohl für vergangene Monate als auch für aktuelle. Und man kann direkt sehen, wer welchen Dienst hat, kann auf das E-Mail-Teil klicken, sieht dann die Kontaktinformationen und kann den Kollegen anrufen. Man sieht auch, wer der leitende Notarzt im Hintergrund ist. Das ist jetzt der Helm, der als Symbol jetzt für Sie das erste Mal zu sehen ist.
Und so kann ich mich absprechen, kann ich tauschen, auch im Nachhinein noch, ohne dass dafür die Leitstelle in der Feuerwehr mit einbezogen werden muss. Das ist eine Sicht ebenfalls auf den Dezember, allerdings von Seiten der Feuerwehr. Und man sieht, abgesehen von einigen mehr Funktionen, die kaum zu erkennen sind, allerdings man sieht man auch, dass der leitende Notarzt mit hinzugekommen ist. Auch der muss noch besetzt werden. Man sieht für Ende Dezember, da wollte wohl so recht keiner über Weihnachten leitender Notarzt sein. Ich hoffe, das hat sich geändert. Ansonsten gibt es immer noch festangestellte Ärzte, die das erledigen. Hier sieht man, und das ist auch das Besondere daran, dass hinter dem System ein Verteilungsalgorithmus steckt. Das bedeutet, es wird nicht einfach der Erste, wer zuerst kommt, mal zuerst, sondern das ist zwar das erste Kriterium, aber es gibt noch andere Kriterien. Beispielsweise, und das kann man hier erkennen, ganz links oben, obwohl man den Namen nicht mehr lesen kann, sieht man dahinter 11 und dann 3 von 4. Das bedeutet, dieser Mensch hat schon 11 Dienste besetzt. Das System ist ja noch nicht so alt, das heißt, der war auch schon fleißig dabei. Und von seinen 4 Wünschen für diesen Monat hätte er 3 oder würde er 3 bekommen, wenn alles bei der automatischen Verteilung bleibt. Und jetzt kann man das aufklappen und dann kann man sehen, wie bei den anderen, wenn eine eckige 4 dahinter steht oder eine 2, dass das der ist, der sich eigentlich als Viertes oder als Zweites angemeldet hat. Auch diese Informationen bekommt man noch. Oder auch nicht belegt, und dann kann man sich einen Arzt aussuchen aus der Liste und der wird einen benachrichtigt, ob er nicht denn doch an diesem Termin könnte. Was es auch macht, ist die automatische Erfassung der Abrechnungsdaten, denn ganz neu, die Entlohnung für diese Extradienste fließen dann direkt auf das Konto des Arztes. Das heißt, da muss ein privatrechtlicher Vertrag geschlossen werden, den unterstützt das System natürlich auch. Und dafür muss man wissen, einmal die ganz normalen Kontaktinformationen, wie Anschrift, Adresse, aber auch den Namen, das Geburtsdatum, um solche Verträge zu generieren und um die Überweisungsformulare auszufüllen. Aber auch die Erfassung von den Voraussetzungen, also wann war die Approbation, das ist nur ein Beispiel unten, ein Ausschnitt, denke ich. Wann war der DIVI-Kurs, also der Notarztkurs, habe ich die Zusatzbezeichnung Notfallmedizin und wenn ja, von wann? Und all diese Dinge nachzuhalten, muss man die natürlich dann auch nochmal auf Papier nachreichen und dann hakt jemand in der Feuerwehr das ab. Ebenso gibt es Hilfen, Ausrüstung und Anleitung für die das erste Mal machen. Welche Art von Schuhwerk ist erlaubt? Wo bekomme ich denn Notarztstiefel? All diese Dinge. Was ist mit der Weste, die ich tragen muss? Und auf die Art und Weise findet auch eine gewisse Hilfe statt in dem System, weil die Nutzer sich auch untereinander unterhalten können und können sich auch untereinander helfen. Ein paar Zahlen hat Herr Bohn hier noch auf dieser Folie. Einmal, es sind somit 6 Schichten pro Tag in den 2 Feuerwachen, inklusive dem leitenden Notarzt und der Bereitschaft zur Regel. Und aktuell, also Stand vorgestern, sind es 97 aktive Ärzte allein im Stadtbereich Münster, die sich regelmäßig für solche Dienste inzwischen bewerben. Ich hoffe, ich habe Herrn Bohn richtig vertreten. Hergestellt wurde das Ganze von einer anderen Firma, die auch in Münster sitzt. Und ich denke, dass es so gemeint ist, wenn Sie Fragen haben, können Sie ganz einfach diese Kontakt-E-Mail-Adresse benutzen. Ich nehme an der Stelle gerne Fragen entgegen und gebe mir Mühe, die richtig zu beantworten, wenn Sie welche haben. Das macht es für mich ein wenig einfacher, überzuleiten zu Herrn Wichterich von der ZTG, dem Zentrum für Telematik im Gesundheitswesen, GmbH aus Krefeld. Ja. Und Herr Wichterich ist eigentlich Diplom-Informatiker, sehe ich das richtig? Und betreut jetzt als Fachbereichsleiter bei der ZTG den telemedizinischen Schwerpunkt und ist, wenn ich das auch richtig verstanden habe, auch noch Experte, Fachexperte für den Datenschutz. Also mehrere Funktionen in einem. Und er wird uns etwas erzählen zu individuellen Services und dem Datenschutz, den wir jetzt schon und heute für Ärzte anbieten können. Herr Wichterich.